Benvenuto, Signore, Signori della Mappa Land of Italy. Herzlich willkommen zu Folge 4 und damit der letzten Preview-Folge, bevor ihr am Sonntag, den 29. um 7 Uhr die Karte selber herunterladen und erleben könnt. Links, wie immer, bei sowohl dem Yogi als auch bei mir in der Videobeschreibung. Und damit begrüße ich natürlich auch zur letzten Folge den lieben Yogi. Hallo. Ciao Mario, come stai? Come stai ist, glaube ich, aber in Spanisch, oder? Nein, das ist Italienisch und heißt, wie geht es dir? Ja, das weiß ich, aber ich habe gedacht, das wäre Spanisch. Na, also wenn ich nicht, liebe Italiener, korrigiert mich gerne, aber ich glaube, das ist Italienisch. Also, da gibt es auf jeden Fall auch im Spanisch. Ich habe Spanisch in der Schule gelernt. Mhm. Habe ich dich jetzt verwirrt, gleich ja, zu Beginn der Folge? Tatsächlich bin ich völlig daneben, guck das gleich nach. Aber das ist gar nicht verkehrt. Ich habe nämlich mir noch was Spezielles für die letzte Folge ausgedacht. Und zwar möchte ich eigentlich ein bisschen italienische Musik im Hintergrund laufen. Mal eben hier das einspielen. Ich finde, die Karte hat ein wenig italienisches Flair verdient, oder was meinst du? Definitiv. Und ich habe es ja schon zwischendrin in unseren Aufnahmen gesagt, eigentlich müssten wir zu der Karte nichts sagen. Die redet eigentlich für sich selber. Stimmt, das ist, was die Ansicht angeht, ist das definitiv so. So, dann hätte ich jetzt ein bisschen italienische Musik im Hintergrund für uns und dann können wir auch weiter. Ach, du sitzt schon wieder am Pferd. Ja, wir haben es ja erfolgreich gerettet. Genau. Es hat ein paar kleine Schrammen abbekommen, aber ansonsten geht es ihm gut. Also ihr braucht Peter nicht direkt losschicken. Wir haben uns gut um das Pferd gekümmert. Auch wenn sie noch ein bisschen dreckig sind, aber es geht den Tieren, den Umständen entsprechend gut. So. Wir wollten jetzt hier rechts runter, ne? Genau, und dann müssen wir... da vorne am Feld, dann können wir irgendwie links abbiegen. Da gibt es so einen Reitpfad. Also wie gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Reiter und Reiterinnen, wir sind diesen Weg falsch herumgeritten. Das seht ihr auch jetzt an dem Schild hier, das hier nach rechts zeigt. Ich empfehle, wenn ihr am Pferdehof seid, dann nehmt ruhig mal die richtige Richtung. Das hat aber irgendwie zu unserem Vorstellungsplan nicht gepasst. Das finde ich eine coole Idee übrigens, dass man so einen Reitpfad hier einbaut. Dann siehst du mal ein paar Stellen von der Karte, die du sonst vielleicht nicht zu Gesicht bekommst, ne? Richtig, normalerweise wäre das jetzt, ich nenne es mal böse, so ein totes Gewebe, wo sich der Mapper viel Energie reinstecken muss, aber man es eigentlich nie betrachtet. Ja. Boah, da wird mir ein bisschen übel, wenn man hier so runterreitet. Ich muss mal in die Außenansicht, das ist mir gerade zu wackelig da. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich verfolge dich unauffällig. Ah, bloß nicht sicher. Doch, da oben sieht es gut aus. Doch, ich glaube, wir sind hier richtig, ja. Ja. Ich meine, hier durch so ein trockenes Flussbett. Guck mal hier, wir wollten ja hier links rauf, ne? Na ja. Wenn der Weg hier an der anderen Seite lang geht. Hier ist nämlich, liebe Interessenten an der Karte, die Agrargenossenschaft. Und auch das nicht irgendwie Standard-Reifeisenformat, wie man auf vielen anderen Karten findet, sondern wirklich ein ureigenes, natürlich ein auch urhässliches Gebäude. Aber genauso muss es sein. Also es ist in seiner Hässlichkeit wieder schön. Wo ist denn der es Eingang? Ist gut, dass du das sagst, Mario. Ich habe nämlich selber immer den Eindruck, wenn man nach Italien in den Urlaub fährt, dass es so richtig einen Cut macht, irgendwie so die Gebäudearten. Ja. Also es ist jetzt nicht böse gemeint, aber es wirkt dann doch eher schon ein bisschen älter. Ja, genau. So. Consorzio Agrario. So, ich lasse mein Pferd mal hier, ich bind das mal hier am Baum fest. Oh, jetzt stehe ich auf einem anderen Pferd. Ja, und hier tatsächlich auch zwei reale Auflieger hingestellt.
Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwas an- und abliefern kann. Ich glaube nicht, da sind keine Trigger zu erkennen. Das ist wahrscheinlich wirklich hier rein optischer Natur, ne? Glaubst du? Guck mal auf die PDA. Das sind zwei Anhänger drauf. Ich glaube, die kann man verwenden. Ja, nee, das stimmt. Die Anhänger sind drauf, aber die sind ja weiß, ne? Ja. Also ich glaube, das ist eher optischer Natur, dass es hier so einen Logistikbereich dran gibt. Ich glaube, das hier ist das Wichtige, ne? Hier, ja. Die Bereiche, wo du wirklich Sachen abschütten kannst. Cell Area, Erdfrüchte. Zuckerrüben. Ja, und wahrscheinlich hier dann noch, was weiß ich, ob du hier Weizen abkippen kannst oder sowas. Getreide. Aber da könntest du es wahrscheinlich hier hinten noch, wir gucken mal ein bisschen weiter. Das ist auch eher, guck mal hier. Kannst du Frühstückspause hier. Ja, aber das passt halt auch, ne? So ein Baldachin für die Jungs und Mädels, wenn die hier ein bisschen in ihrem Gebäude sitzen und gebraten werden. Aber hier gibt es ja Klimaanlagen dann, guck mal. Und die müssen hier ein bisschen mehr arbeiten wie bei uns, deswegen drehen sich die auch schneller. Die drehen auf jeden Fall. Ach, guck mal hier. Hier hast du das fürs Schüttgut zum Abkippen. Und wie gesagt, das... also ich kenne diese Gebäude auch zum Abkippen natürlich, wenn du das hier so hast, aber es ist natürlich enthässlich, ne? Also, aber gut, was... Aber authentisch. Es hat auch keinen Anspruch, schön zu sein. Genau, es ist authentisch. Genau. Muss mal eben gucken, wie das von oben aussieht. Aber ja, tatsächlich, wenn man sich das mal von oben anguckt, dann wirklich diese Glasscheiben dadurch, da kann man so ein bisschen durchgucken. Aber ansonsten... Da stehen schon Weiche. Ja. Ja, schöne Nummer. Können wir die hier zumachen eigentlich? Okay. Oh. Doch, gehen du doch zu. Guck mal. Kann das sein, dass du noch F12 an hast? Einen starken Bauer? Ja, kann sein. Wir haben hier ein kleines Problem. Oh. Beziehungsweise du hast ein kleines Problem verursacht. Ja. Grande Malheur. Lass uns mal schnell wegreiten, das war ein Erdbeben. Das hat keiner gesehen. Ich warte nicht. So, wo ist unser Reitweg eigentlich? Ich glaube rechts rüber nochmal. Ah ja, genau, guck mal, da müssen wir runterreiten hier. Hier ist das Schild wieder. Mhm. Und dann können wir hier, glaube ich, links durchreiten, ne? Ja. Irgendwo vorne an der Kreuzung geht es dann links. Ja, genau da. Jetzt nochmal links. Oh, guck dir das an. Coole Nummer hier. Ja, ist wirklich so, wenn du als Modder irgendwas im Bereich verstecken möchtest. Ich habe schon mal eine andere Karte gespielt, die ähnlich kreativ die Möglichkeit nutzt, die Karte vorzustellen. Und zwar ist es die Azura. Hast du die mal kennengelernt? Ich habe mir die mal angeguckt, aber noch nie intensiv, muss ich ehrlich gestehen. Die hat nachts, aber nur nachts, Sammelpunkte. Also diese die haben quasi so Leuchtpunkte und die zeigen dir in einer stimmungsvollen Variante diese speziellen spezielle Punkte. Also auch das, genau wie hier diese Reitnummer, sehr kreativ umgegangen, um die Karte kennenzulernen. So, und hier nehmen wir auch Cell Area und Input Area. Sind wir hier bei der Kirche? Ja. Bei der Kirche wird natürlich, was weiß ich, die brauchen Weihwasser oder sowas. Ich wollte gerade sagen, Rotwein oder so. Rotwein, genau. nee, ich glaube, es ist Konditorei hier. Genau, steht hier rechts. Konditorei. Direkt an der Kirche dran. Ist auch schön hier, guck mal. Sieht das an, schön. Oh, da kriege ich gerade so ein bisschen Flashback. Ich war mal auf Sizilien. Ja. Und da gibt es auch so diese kleinen, verwinkelten Dörfer, / Städtchen. Oh, ist das schön. Ist cool, ne? Guck mal hier. Kleiner Touristenladen mit Ansichtskarten.
Tabak hier. Ich denke, du kriegst hier auch Zigaretten, wenn du magst. Ich bin tatsächlich nicht Raucher. Ich auch. Ich würde ja gerne meine Kirche reingehen. Aber geschlossen gerade. Ein paar Sünden zu beichten? Da muss ich jetzt überlegen. Oh, jetzt habe ich einen Punkt getroffen. Tatsächlich geht mein Sohn demnächst zur ersten Beichte. Der geht nämlich zur Kommunion nächstes Jahr. Schön. Guck mal hier. Aber die beiden Plakate kenne ich auch tatsächlich von der Italia. Ich meine, ich habe die schon gesehen. Aber ist auch schön, auch hier mit der... Ich wollte gerade sagen, mit der Musik, aber die kommt, glaube ich, bei mir aus dem Radio, ne? Ja, die kommt bei dir. Also wenn ihr da was sehen wollt, ne, müsst ihr unten Videobeschreibung zu Mario, dann könnt ihr das noch mit Bella Italia Musik erleben. Ja. Guck mal hier. Geh mal hier nah an den Stein ran. Das sind nur normale Gebäude, das ist nichts Besonderes, aber guck dir das mal an. Ja, sehr schön. Aber kenne ich tatsächlich so, dass das Zeug immer abgeschlossen ist? Ja, leider. Leider ist es oft so. Aber wenigstens steht ein Parkautomat da, ne? Das ist. Schön die Ecke hier. Mal hinten einmal durchgehen. Aber ich glaube, da kommt man. Doch, da hinten kommt man auch noch durch. Hier ist ein. Guck mal, da vorne kannst du noch. Hier bei der Gaststätte kannst du noch Wein wahrscheinlich wieder abgeben. Ach, guck mal. Hier hinten haben die Kinder noch was zum Spielen. Was ist denn da hin? Ich hab die jetzt komplett aus den Augen verloren. Ja, ich bin hier durch die hintere Gasse. Hier gibt es so eine kleine Gasse zum Runtergehen. Guck mal hier. Ah ja. Hier gibt es so einen kleinen Spielplatz hier. Das ist urig. Also, ich finde ja oftmals so diese Spielplätze, wenn die irgendwo hingestellt sind bei den Karten, so ein bisschen fehl am Platz. Aber irgendwie, hier passt das wieder. Echt schön. Schön. Ich kann mir das auch gut bei Nacht vorstellen, hier mit den Lampen dazu. Stimmt, schönes Flair. Pass mal auf, das können wir doch herstellen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, mal auch so diese Innenstadt, Dörfchen, wie auch immer. Ja, das wollen wir doch bei Nacht noch einmal uns angucken. Wenn er da jetzt noch gelbe Lichter reingepackt hat, oder noch besser solche Kerzen flimmern, das wäre doch mega. Das macht schon einfach Laune, hier immer lang zu spazieren. Ich muss jetzt mal mein Video nachher mal nochmal rückwärts spulen. Ich könnte schwören, dass das Tischgedeck da noch nicht da war. Da war gar kein Tischgedeck. Wo ist da ein Tischgedeck? Ja, hier ist ein Tischgedeck plötzlich. Ich könnte schwören, es war vorhin noch nicht da. Also ich würde auch sagen, da war gerade noch nichts drauf. Ich hab auch von hier geguckt. Nee, da war nichts drauf. Hm? Meine auch. Das wäre ja auch abgefahren. Aber guck mal, hier geht das, hier hinten geht das Dorf wirklich noch weiter. Und hier hinten gibt es scheinbar noch irgendeinen Verkaufspunkt. Wo sind wir denn hier? Input Area. Und was? In einem Restaurant vielleicht, oder? Management Point, warte mal. Molkerei! Ah. Guck mal. Ja, gut. Hätte man auch lesen können. Ja. Muss ich mir an die Nase fassen. So, da können wir mal eben gucken. So, jetzt haben wir es aber auch. Dann müssten wir jetzt auch alle gekauft haben. Ne? Butterkäse, Schafskäse und pasteurisierte Milch gibt es hier. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles. Aber bei der Konditorei gibt es übrigens auch Nudeln. Und Nudeln mit Ei kannst du hier herstellen lassen. Also auch durchaus eine schöne Variante. Und du kannst mal Pause machen, beziehungsweise die Geschwindigkeit. Und dann wollte ich dir noch sagen, guck mal, das Tor ist jetzt automatisch zugegangen. Also mit Öffnungszeiten. Steht ja auch dran. 9 bis 19 Uhr. Was heißt denn Chiuso? Ist das sowas wie Tschüss? Eine sehr gute Frage.
Vielleicht wollen uns das unsere Italiener in die Kommentare mal schreiben. Oh ja, das würde ich schon gern sehen, bevor wir... Guck dir das an. Boah, das ist aber ein Träumchen. Das ist aber wirklich ein Träumchen. Herrlich. Da will man hinsitzen und einen Wein schlürfen. Habe ich bestimmt jetzt schon im Video, in jedem Video gesagt, aber guck dir das. Uiuiui. Ich finde, da kommt auch dann tatsächlich da hinten bei dem Haus der Qualm wirklich schön zur Geltung, ne? Boah, ich mache jetzt die, Trigger Points aus, damit es hier nichts mehr zu suchen. Interaktionsmarkierung. Aber liebe Zuschauer, macht die auf jeden Fall an, wenn ihr anfangt, die Karte zu spielen. Sonst sucht ihr euch wahrscheinlich unnötig lange. Boah, aber ganz ehrlich, das ist ja... Ist das ein Traum hier? Superschön. Das ist ja Wahnsinn. Läuft es mir kalt den Rücken runter. Vor allen Dingen, weil die Lichter sich so schön addieren auch, ne? Ja, und es hat so dieses, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, so diesen verschwommenen Effekt. Kann man das so benennen? Ich weiß nicht, so ist schwer zu beschreiben irgendwie. Sehr schön. Könnte man hier sich lange aufhalten, ja. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, sind tatsächlich ein paar Leute. Und des Abends. Also wenn ich irgendeine Kritik an dieser Karte üben könnte, sage bewusst wenn, dann fehlen mir hier ein paar Menschen. Andererseits, allein ist auch schön. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Also ich kenne es halt von Sizilien. Ich weiß nicht, ob das da so essentiell ist. Da gibt es ja eigentlich keinen Platz, wo nicht irgendein Stuhl steht, wo man hinsitzen kann und verweilen kann. Ja. Boah, ist das cool, hier runter zu reiten. Da mag man auch gar nicht schnell reiten, ne? Das ist einfach. Irre. So, liebe Zuschauer, wir spielen immer noch den Landwirtschaftssimulator. Ist kein Spaß. Das ist toll. Also, ich finde auch die Leuchten, die sind tatsächlich gut und richtig eingestellt. Ist ja auch ein kleines Kunststück immer, wenn man die Lampen richtig einstellt, ne, dass die Hardware, also die obere Platten nicht durchscheinen lassen und sowas. Und ich finde halt auch, man spielt viel zu wenig bei Nacht. Auch das ist mir oft schon aufgefallen, ja. Ich finde das auch immer schön, gerade so Häckselaktionen laufen ja eigentlich ständig nachts, ne? Also in der Realität. Genau. Und guck mal, hier ist jetzt aber doch durchaus wieder was los. Ich glaube, ich noch mal ein Stückchen hier der Straße entlang reiten. So, aufpassen, hier fahren die ganz schön schnell. Und wir haben keine Taschenlampe dabei. Mein Pferd hat leider keine Kopfbeleuchtung. Ich habe tatsächlich auch schon auf F gedrückt. Jetzt wird es aber gefährlich hier. Da muss ich schön am Straßenrand entlang. Reite lieber die Pöller hier um. Ich wollte mal gucken, wieso der Straßenflair des Nachts noch ist. Hier links haben wir. Komm, reiten wir mal hier links rein. Kommen wir darüber. Sehe halt hier nichts gerade. Ist wahrscheinlich nicht Easy Dev dabei, oder?
Doch. Dann könnten wir ja... Ich wollte mal hier zum Gebäude. Hast du doch mit Absicht gemacht, wieder durch die Weindinger durch, ne? Ja, ja, genau. Egal, wo du hier stehst. Och, guck dir mal die in dem Licht die Strukturen und diese von dem Gebäude an, von diesem Putz, der so abbröckelt. Das ist schon der Hammer. Mühlstein. Sind wir hier an der Mühle? Sieht aus wie Öl, oder? Ach ja, stimmt, genau. Und jetzt sagen, hier können wir ein Öl. Stimmt, wir sind. Ach, da wollten wir ja ursprünglich mal hin. Das ist ja schön, dass wir hier noch rausgekommen sind. Guck mal, in Folge 1 wollten wir hin, in Folge 4 kommen wir raus. Ja. Dann können wir es auch direkt dazu sagen: In der Ölproduktion gibt es tatsächlich Reste, die ihr auch weiter in der BGA verwenden könnt, die Abfälle. Hier muss man ja einmal nicht anmachen. Dann haben wir hier auch wieder, ne, das entsprechende Band zum Rübertransportieren. Ein Träumchen. Haben wir den Output wieder? Ach, und hier gibt es wahrscheinlich Oliven, ne? Oder? Ich weiß nicht, wo es Oliven gibt. Könnte vielleicht sein. Ja, das sind Oliven. Na, guck. Ich weiß, dass Eduardo die gebaut hat, die Texturen, dass das auch die Kunst daran ist, aber man muss auch sagen, da hat Giants natürlich durch diese neue 3D-Struktur der Oberflächen haben die viel dazu beigetragen, dass das alles realistischer aussieht. Und das darf man auch hier nochmal erwähnen. Weil ohne das wäre es tatsächlich nicht möglich gewesen, hier sich solche Bilder zeigen zu lassen. Oh, das ist irre. Yogi, komm mal zu mir, bitte. Ich fliege. Wir? Ich bin hier, ja, hinter dir, ja, ja. Ja. Guck mal in die Richtung des Hauses und dann guck dir mal diese Steintexturen an. Du hast auch hier diesen Sims, diesen Sockel, der davor ist mit dem Schornstein nach oben. Und dann das Licht, was sich da bricht mit der Lampe dahinter. Wie cool das aussieht, alles mit diesen Lichtwürfen. Also ganz ehrlich. Das Ähnliche hatte ich gerade da hinten mit dem Baum, mit dem Schatten. Ja. Also die Karte müsste man wirklich, die muss man auf jeden Fall viel des Abends und Nachts spielen. Tja. Schön, wenn sich dann die Pfützen noch im Mondschein spiegeln. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich schön, die ganze Nummer hier. Also wir haben ja jetzt vieles gesehen, aber noch lange nicht alles. Nee, werden wir auch. Machen wir auch nicht. Wir machen heute tatsächlich vor der halben Stunde Feierabend. Aber könnte. Ich glaube, wir müssen gleich eigentlich nochmal eine Runde mit dem Pferd über die Karte drehen. Fantastisch. Auch mit den Rollladenkästen, also hier diese. Nicht Rollladenkästen, sondern diese Fensterläden da rechts und links auch. Wie da die Schatten fallen. Ja. Und wenn da jetzt noch jemand rausgucken würde, das wäre das i-Tüpfelchen. Stimmt. Ja, aber die würden uns wahrscheinlich vom Platz jagen. Zu so später Stunde zwei Reiter des Nachts. Weiß ich nicht, die dubiosen Gestalten. Ach, liebe Zuschauer, also ich glaube es wirklich an euch jetzt für
die Modder nochmals Däumchen dazu lassen. Und da wir jetzt in der letzten Folge sind, möchte ich euch natürlich gerne nochmal abholen zu den Hintergründen der Karte. Am Sonntag, 29.10.23 für euch der Download ab 7 Uhr. Die Karte kommt auch in den Mod-Hub, dann die mit den Grundtexturen. So ist der Plan, aber ihr könnt die bei Eduardo auf der Seite herunterladen. Beteiligt waren an dieser Karte Eduardo, Sukas, Esbafo und Marco LS. Vielen Dank an euch für diese wunderschöne Karte. Wenn ihr die hochauflösenden Texturen haben wollt, es gibt zwei Stufen davon, könnt ihr die für 5 oder 7 Euro bei Eduardo erwerben. Müsst es nicht. Die Karte gibt es kostenlos, also bitte nicht falsch verstehen. Aber für diese Arbeit, sage ich euch ganz ehrlich, ich finde das in Ordnung. Ihr könnt die Karte kostenlos spielen, das ist eine schöne Karte mit ganz vielen Sachen. Wenn ihr aber wirklich dieses i-Tüpfelchen noch haben wollt, dann ist das eine angemessene Unterstützung, die ihr den Moddern entgegenbringen könnt. Genau. Ja, jetzt überlege ich, ob es noch irgendwas Spezielles zu sagen gibt, aber ich glaube, wir haben die Grundlagen gemacht. Yogi, hast du noch was zu sagen, was du zu der Karte unbedingt loswerden möchtest, bevor wir hier Feierabend machen? Ja, beziehungsweise zwei Wörter. Ein ganz, ganz großes Grazie mille für so ein wunderbares Bauwerk. Ich glaube, da hat der LS wieder ein i-Tüpfelchen für uns alle zum Endspurt, nenne ich es mal vorsichtig, zum Endspurt gebracht. Richtig, richtig schön. Genau so ist es. Ja, und in dieser schönen Stimmung des italienischen Abends und der italienischen Nacht würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Lasst uns gerne einen Kommentar da, ein Däumchen natürlich nicht zu vergessen. Und dann bleibt uns nur euch viel, viel, viel Freude auf dieser wunderschönen Karte zu wünschen. Und ja, berichtet gerne von euren Ergebnissen. Schreibt uns in die Discords oder macht uns Bilder in die Discords von euren Spielen auf der Land of Italy. Und damit zum letzten Mal für diese Vorstellungsrunde. Arrivederci. Es war mir ein Vergnügen. Ciao, ciao. Alles Gute, bye bye und ade.